Indexfonds sind besser als Vermögensverwalter. Das haben Sie schon oft gehört. Erinnern Sie sich an unser Beispiel von letztem Mal? Wir wählen aus einer ganzen Reihe von Kindern die 10 Kinder aus, die am größten sind, und lassen sie einen 100-Meter-Lauf rennen. Der Durchschnitt dieser 10 größten Kinder ist der Big Kid Index. Nun geht es darum, einzelne Kinder aus diesem Big Kid Index auszuwählen, die besser sind als der Index selber, also als die Gesamtgruppe. An diesem Beispiel erkennen Sie, dass egal wie viele Auswahlen Sie machen aus diesem Big Kid Index, Sie werden im Durchschnitt nie besser sein können als der Index selber. Das ist gar nicht möglich, denn die Auswahl der Kinder für das Rennen führt nicht zu einer besseren Durchschnittslaufzeit. Und genau aus diesem Grund ist es absolut unmöglich, dass Vermögensverwalter, die aus einem bestehenden Aktienindex Aktien auswählen, wirklich auch besser sein können als der Index selber. Wenn Sie also die ganze Masse von Vermögensverwaltern anschauen, müssen diese im Durchschnitt die gleichen Renditen erzielen wie auch der Index selber, wie auch der gesamte Aktienmarkt selber. Mit einem Unterschied, dass sie in der Regel höhere Kosten haben. Und genau aus diesem Unterschied sind auch die Vermögensverwalter im Durchschnitt schlechter als der Index. Das ist aber der einzige wirklich erklärbare Unterschied zwischen einem Vermögensverwalter, der die Anlage macht, und einem Indexfonds, der offenbar immer besser sei als die Vermögensverwalter. Der einzige Unterschied ist, Indexfonds sind günstiger als Vermögensverwalter, sonst kann sich gar nichts ändern, denn die Durchschnittszeit der Schüler kann nicht plötzlich schneller werden, wenn man sie auswählt, genauso wie die Durchschnittsrendite der Aktien nicht plötzlich höher sein kann, wenn man sie auswählt, alleine. Ein wichtiger Hinweis, viel Erfolg beim selber investieren.